Hallo, wir sind hier im Bühlertal im Norden des Schwarzwalds und der Plan ist es, einmal bis unten zur Schweizer Grenze zu fahren und wieder zurück. Dafür habe ich mir die kurvigsten Straßen rausgesucht. Der Schwarzwald ist vielleicht sogar eine der schönsten Motorradregionen in Deutschland und wie das Ganze aussieht, zeige ich dir jetzt. So sieht das hier oben aus. Wir sind hier auf 932 Metern und gestern, als wir im Bühlertal angekommen sind, hatte nur noch ein Restaurant offen, ein Grieche. Da sind wir dann rein, waren sehr hungrig und kam gleich die Botschaft übermittelt, dass es nur noch vegetarische Gerichte gibt. Ja, also mussten wir Salat essen nach der langen Anreise. Aber diese schöne Straße entschädigt das natürlich wieder. Ja, das ist es. So muss das sein. Es sind zwar nur 9 Grad, aber wird mir schon richtig warm hier ums Herz. Das ist schön. Jo, moin, ich bin der Wolli, bin der Nachbar vom Steffinger und bin ab und zu dabei, dass er nicht nur allein auf Tour muss, sonst weint er immer. Genau. Und was erwartest du dir von dieser Tour? Ja, ich würde sagen, kreuz und quer, hin und zurück, oben und unten durch den Black Forest und dann schauen wir mal am Abend, was der Tag so gebracht hat. Ich weiß es nicht. Diese schönen Örtlichkeiten haben uns bis jetzt noch nicht wirklich vorankommen lassen. Deswegen geht es jetzt weiter, mal mit einer schönen Aussicht, mal geht es durch den Wald oder mal durch schnucklige Täler. Zwischendurch eiert man mal durch solche Dörfer hier. Da kann man sich mal so ein bisschen entspannen, mal ein bisschen runterkommen, bevor es gleich wieder losgeht. Das gehört auch dazu. Jetzt geht das hier wieder vorwärts. Sind wahrscheinlich hinter so ein paar Locals jetzt. Mal gucken, wenn die sich hier auskennen, dann können wir uns ja so ein bisschen ranwanzen. Ich plane meine Routen ja so, dass ich immer an den schönen Straßen einen Wegpunkt setze. So wie hier zum Beispiel, dann weiß ich, aha, wenn ich unterwegs bin, jetzt kommt gleich was Geiles. Also irgendein Highlight, da freut man sich dann immer. Wenn ich hier so lang fahre, dann weiß ich auch warum. Guck dir mal die Straße an. Geil. Zwischendurch kann man auch mal die Aussicht genießen, wenn man hinter irgendwelchen Fahrrädern rumeiert. Was sind wir hin? So muss das aussehen hier. Das ist hier am Notschrei. Hat richtig guten Passstraßencharakter. Also es ist eine richtige Passstraße. Richtig cool.
Die Aussicht hier ist natürlich mega, ne? Boah. Hier in Atzenbach geht es weiter nach Riedlichen. Ist auch eine sehr geile Strecke oder soll sehr geil sein. Und ob das stimmt, das finden wir jetzt raus. Da geht's lang. Boah, ist das geil! Hammer! Mega Strecke! Ja, Mann. Deswegen sind wir hingekommen. Für solche Strecken. Hier ist es so schön, dass sogar die Schweizer hier hinkommen. Bist du verrückt? Was wollen die denn hier? Die haben doch die Alpen direkt vor der Tür. Jetzt fahren wir über den Weißenbach-Sattel. 1079 Höhenmeter. Sieht auch sehr gut aus. Passhöhe Eulener Kreuz. Auch eine sehr coole Straße hier oben. Ja, sollen wir hier irgendwo mal halten? Hey. Endlich normale Leute. Hier, links, links, links. Zwischendurch mussten wir immer mal wieder anhalten, um zu schauen, ob der Bach noch rauscht. Also Kurven hast du hier auch ohne Ende, ne? Das ist echt heftig. Macht schon Bock. Also du hast fast an jeder Ecke hast du hier so ein Ding. Aber weiter geht's. Ob ich hier wohnen will?
Hier fällst du quasi aus dem Bett direkt in eine Kurve. Ist das was? Also, wer Kurven fahren will, der ist hier im Schwarzwald genau richtig. Es gibt Kurven ohne Ende. Ich finde es ein bisschen schwierig, sich zu orientieren hier, weil es sieht tatsächlich alles gleich aus. Man kommt ja nicht über die Baumgrenze oder so, natürlich nicht. Man ist viel auf 8, 9, 100 oder 1000 Meter unterwegs. Also, wir sind jetzt heute den ganzen Tag schon unterwegs. Ne? Um 9 Uhr oder so sind wir vom Hotel weggefahren. Haben wirklich kaum Pausen gemacht. Und ich habe keine Wehwehchen. Mir geht's gut. Hab immer noch Fahrspaß. Also das spricht schon für die GS. Ne? Wenn man sich da ein bisschen drauf einstellt, so ein paar Dinge berücksichtigt, auch mal früh schaltet, nicht immer nur am Hacken ist, dann kann man auch abends um knapp 19 Uhr noch ohne Beschwerden Motorrad fahren. Also ganz großes Lob an die GS. Das ist natürlich auch einer dieser Gründe, warum ich eine Reise-Enduro fahre. Aber man muss natürlich auch sagen, die GS ist arschteuer. Ne? Da musste ich auch schon dreimal überlegen, dass ich mir sowas Teures anschaffe. Kann ich auch verstehen, dass das sehr, sehr viel Geld ist für ein Motorrad. Aber mir ist es das wert, weil ich halt auch viel fahre und ja, Motorräder ist einfach mein Ding. Ich habe den ganzen Tag Motorradfahren im Kopf. Denke an Routen, an den nächsten Urlaub, an Videos. Ja, ich brenne dafür. Deswegen ist es mir das Geld auf jeden Fall wert. Und jetzt sind wir auch schon gleich da und machen Feierabend. Leute, der alte Steffinger hat wieder eine geile Route rausgepoolt. Den ganzen Tag hin und her und hin und her und her und hin. Jetzt gehen wir erstmal schön was essen, dass wir so langsam wieder runterkommen. Genau. Also das Highlight an sich ist der Schwarzwald. Das sind die Strecken. Hier gibt es nicht den oder den Spot, wo man unbedingt hin muss. Das Highlight ist einfach die gesamte Strecke. Ne? Man kann hier so viele Strecken und kurvige Strecken, Passstraßen, alles miteinander verbinden. Und hat am Ende des Tages gute Laune und den ganzen Tag über mega viel Fahrspaß. Morgen. Wir sind hier im Winterhaldenhof bei 12, 13 Grad am Morgen. Und das ist in Schenkenzell. Ungefähr hier. Und heute fahren wir Richtung Norden zur Schwarzenbachtalsperre und später nach Hause. Moment. Das Wolli trinkt noch seinen Tee und dann sind wir gleich auf Sendung. Es ist jetzt 8.33 Uhr, 12 Grad, trocken, sehr zufriedenstellend und es geht sofort kurvig los. Das Hotel, in dem wir waren, ist noch ein Hotel, wird später mal eine Klinik, ist noch in der Umbauphase, deswegen ist der Preis auch sehr günstig. Mit 50 Euro pro Nacht in einem frisch renovierten Zimmer. Wir waren die Ersten, die in den Betten geschlafen haben. Kann man wirklich nicht meckern. Also man sollte nur wissen, dass es dort kein Restaurant gibt. Also kein Frühstück, kein Abendbrot. Aber ganz in der Nähe kann man fußläufig zum Restaurant latschen. Aber wir lassen Schenkenzell jetzt mal hinter uns und arbeiten uns weiter Richtung Norden. Also das ist hier wirklich so ein typisches Bild. Ne? Man fährt hier so eine Talstraße an so einem Böchlein lang. Ab und zu kommt mal so ein kleines Dorf mit drei Häusern und viele Kurven. So, das ist das, was ich an der GS so geil finde.
Man kann schon bei 3.000, 4.000 schalten. Und dieser bassige Sound, ne? Finde ich, macht richtig Bock. Aber ich muss sagen, die Straßen hier sind alle im guten Zustand, ne? Hier sind kaum Straßen bei, die wirklich so richtig holprig sind, ne? Kaum Kontrollen, relativ wenig los. Na gut, das ist jetzt Freitagmorgen, aber gestern am Feiertag war jetzt auch nicht so voll. Taugt mir sehr. Ja, und mit einem guten Gefühl und ganz viel Spaß beim Fahren wedeln wir immer weiter Richtung Norden. Wir kommen an der Schwarzenbach-Talsperre vorbei und verlassen den Schwarzwald über die Schwarzwald-Hochstraße, die B500. Hier sollte man etwas aufpassen, hier wird auch gerne mal geblitzt. Ich habe einen uniformten Kollegen aus dem Gebüsch krabbeln sehen. Zum Glück sind wir da gerade langsam gefahren. Und jetzt folgt nur noch mein Fazit. Die Schwarzwald-Tour ist jetzt zu Ende. Wir waren 2,5 Tage unterwegs, 1500 Kilometer und 21 Stunden Fahrzeit. Davon waren ungefähr 10 Stunden Autobahn. Aber es hat sich definitiv gelohnt, weil der Schwarzwald ist für mich Stand jetzt die schönste Motorradregion in Deutschland. Es waren wirklich richtig geile Straßen, saugeile Strecken, Kurven satt. Es hat richtig Bock gemacht. Die Straßen waren gut vom Asphalt her. Es war wenig los. Es hat wirklich Bock gemacht. Also so viele Passstraßen und kurvige Straßen, die man verbinden konnte. Ich kann jetzt auch kein Highlight besonders rausheben. Es war alles geil irgendwie. Ich würde die ganze Tour genauso wiederfahren. Und wenn du das auch machen möchtest, dann kannst du die GPX-Datei natürlich von mir bekommen. Aufgrund der Nachfrage muss ich jetzt auch eine kleine Aufwandsentschädigung dafür nehmen. Und zwar 2,50 Euro. Und was du machen musst, siehst du in der Videobeschreibung. Ja, und wie geht's auf dem Kanal weiter? Als nächstes zeige ich dir mal meine Motorradheimat, das Weserbergland. Ich bin sehr gespannt, was du davon hältst. Das Video wird echt geil. Und als nächstes kommt dann schon unsere Frankreich-Tour in die Westalpen, wo ich mich auch schon riesig drauf freue. Mit Hermi und Wolfram zusammen. Leider konnte Hermi urlaubsbedingt an der Tour jetzt nicht teilnehmen. Tut mir sehr leid für dich, es war aber sehr geil und schöne Grüße an dieser Stelle. Aber wir werden sicherlich noch viele Touren zusammen machen. Deswegen sei getröstet, wenn du mich und meine Arbeit quasi unterstützen möchtest oder mir quasi etwas zurückgeben möchtest für die Arbeit, die ich hier quasi leiste. Weil ich muss auch sagen, für eine Minute fertiges Video brauche ich ungefähr 1 bis 2 Stunden. Dann kannst du dir ausrechnen, was da in Arbeit drin steckt. Deshalb würde ich mich freuen, wenn du meine Arbeit auch honorierst, indem du mir ein Abo dalässt oder ein Like oder einen netten Kommentar. Und sei gespannt auf das nächste Video. Tschüss und bis bald.